So, kling, klang, klong. Du rennst an der Kiste vorbei, sowas. Ich hab dich flankiert. Ach, du bist schon weggelaufen. Wir können gar nicht die schöne Landschaft genießen. Ja. Du hättest hier einfach so durch. Schöne, nicht in Amalur. Wie bitte? In Amalur ist noch schöner. Ja. Da hatte ich heute lauter so eine derben Bosskämpfe. Und dennoch das andere Problem. Und jetzt kommst du nicht hier hoch, oder wie? Wenn du mich blockierst, geht's schlecht. Ich hab dich gar nicht, war gar nicht da, da bist du schon nicht hochgekommen. Da bist du nicht mal versucht. Na klar, ich hätte dich jeder hüpfen sehen. Beweisvideo. Warum hängt denn er da? Verstehe ich manchmal nicht. Die Waffe sieht schick aus, die will ich haben, jetzt sofort. Na, und wo ist sie? Ah, oh, nix kriegt man hier. Hier ist auch schon alles raus, hat wieder keiner was reingelegt. Oh, Iridium. Ich hab schon 43 wieder. Ich hab 60. Oh, ich hab aus Versehen geschossen. Ich hab einen losen Finger. So, kommst du gar nicht mit? Ja, ich bin gerade erstmal am Verkaufen. Ach so. Ja, das hätt's gern, Roland, ne? Ja, 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 ich könnte es dir geben. Was kriege ich dafür? Hä? Was gibt's? Sag mal was. Steht da und wartet, der Plebs. Dieses Schwert hat die Macht, die Toten zu erwecken. Könnte ja mal ganz nützlich sein. Hier, nehmt meine Schwertknarre. Oh Mann! Aber was, wenn das verschossene Schwert explodiert und in drei kleinere Schwerter zerfällt? Die dann auch explodieren! Das wäre wie eine Schwertknarre hat die einen bestimmten Namen? Aber die ist mega scheiße. Wie heißt die Waffe? Ach hier, Schwertexplosion. Nehmen wir hierfür. Ist ganz schön scheiße. Meinst du? Das Skelett war mit einmal tot. Ja, aber ich habe eine stärkere Schrotflinte. Angeber. Warum ehrenhafte Waffen wählen, wenn man einfach eine Knarre kaufen kann? Na, Torg? Kommst nicht raus, ne? Ich geh mir mal ein bisschen faules Obst und Gemüse kaufen. Kannst du mal was Gesundes essen? Das ist denn auch gut für deinen Waschbärrücken. Das hat er doch gesagt, er hat einen Waschbrettrücken. Weißt du das nicht mehr? Doch. Und dann siehst du. Da ist ein Ausrufezeichen. Da müssen wir, glaube ich, hin. Sag bloß, wie kamst du bloß da drauf? Du machst mir Angst. Nach weiß ich wie Folgen, wie viele Borderlands Folgen. Keine Ahnung, weit über 100 jetzt Borderlands 2. Naja, nur Borderlands 2. Ja, und dann noch Pre-Sequel und dann noch Borderlands 1. Wir waren fleißig. Ja. Wir haben die ganze Trilogie durchtriologiert. Was ist da eine Trilogie mit zwei Teilen? Das heißt ja zwei Teile und ein Sequel. Ah, du hast recht, die Waffe ist nicht so doll. Was liegt denn da? Sieht aus, als würde der Hexenhexer aus. Oh, ich hänge. Jetzt bin ich tot.
Böse wandelt unter uns. Ich habe vor kurzem einen Drachen erlegt, konnte aber keine einzige Schusswaffe bei der Leiche finden. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Meine Kollegen sind Ninja-Looter. Wir müssen sie erledigen und zurückholen, was sie gestohlen haben. Oder wen hast du denn hier? Ja, getriggert hast du die alle. Haben mich dann bloß noch weiter verfolgt. Der sah aber so aus wie du. Aber du bist schon wieder weg. Ja klar, warum soll ich denn unnötig da bleiben? Na, vielleicht mir mal helfen. Ja, warum? Ich habe ja schon alle gekillt. Gar nicht. Du hast doch gar nicht alle gekillt. Erzähl nicht sowas. Ich hab Beweisvideo. Das ist aber beweiskräftig. Nix mit Bösi, Bösi. Herausforderung gemeistert. Ich hab wieder eine Herausforderung gemeistert. Welt S Rang 100. Könnt ihr die scheiß Karte sich mal aktualisieren, Alter? Ja, irgendwie ist sie ein bisschen verbuggt hier, ne? Dann geht doch. Ah, jetzt ja. Ich habe gar nichts gestohlen. Sir Gallo ist verrückt geworden. Ich sag's euch. Verrückt! Dieser Besudelung meiner Ehre werde ich nicht dulden. Nehmt das! Findet die anderen. Oh. Ich werde bekommen, was mir zusteht. Du bist aber ein Schwein. Ne? Hä? Das ist ein Schwein. Der verdächtigt einfach Leute Sachen, die sie nicht getan haben. Sowas macht man nicht. Nein. Dachte immer, so läuft das. Naja, ich weiß. Die können aber nichts ab, die Jungs, ne? Nicht wirklich. Nun ja, dann muss es wohl das letzte Mitglied meines früheren Gefolges gewesen sein, das mich betrogen hat. Nur so kann es sein. Du hast dich selbst beklaut. Tür eintritt. Müssen wir hier die Treppen hoch? Nee. Bestimmt. Ich bin runtergefallen. Ach so. Bist du runtergefallen? Oh. Ein Ohrkrieger! Ein toter Ohrkrieger. Hier geht's noch höher. Ich geh höher. Dann hopp hopp. Erlaub den Smog von Julian's Block. Reimen ohne zu schleimen, ne? Hä? Ich sag reimen ohne zu schleimen. Genau. Ich fange gleich an zu weinen. Ja, ich auch. Ich bin gleich da, wo wir hin müssen. Und dann noch bisschen mit dem Überboss im Bett knackeln, doch muss doch vorsichtig die Hühneraugen wettraspeln. 20 Kilo abnehmen und die Zähne korrigieren lassen. Der Boss wirkt mit Bitches ohne Stirnacken. Du, das sind urheberrechtlich geschützte Texte. Oh. Du hast Iridium vergessen. Ich habe hier gerade andere Sorgen.
Ja, ja, aber mich immer hochziehen damit, ist klar. Ja, mach ich gern. Bist der Iridium-Vergesser. Au! Nun lauf doch, Junge, wenn du laufen sollst. Wo ist denn nun der Oberboss? Ich glaube, ich in der damaligen Zeit auch dem Militär beigetreten. Ja? Ja, das war kein Zuckerlecken, du. Was auch nicht. Ich glaube, das war trotzdem besser und vor allen Dingen angesehener als so ein Hacker oder irgendwie sowas. Weißt du? Ein Hacker? Die gab es damals noch nicht. Oder auch Schmied oder irgendwie sowas. Die waren wichtige Personen. Ja, schon, ohne aber die hätte man den Krieg gar nicht durchführen können. Hä, hey, what the fuck, wo ist denn der Typ? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist Sir Eintopf. Da unten ist er. Wo ist unten? Wo ist unten, hab ich gefragt. Ich krieg keine Antwort. Ha? Ich hab gefragt, wo unten ist. Du bist wieder irgendwo runtergesprungen, ne? Sehr merkwürdig. Trotzdem, ich weiß aber nicht, wo. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Komm zurück zu mir. Hurtig, hurtig. Ja. Schubst mich auch hier in den Abgrund. Zipit? Ab der 16. Ich hätte ihn aber auch gern gesehen. Der sah nicht anders aus als die anderen beiden Ritter. Ja, die habe ich ja auch nicht gesehen. Immer siehst du alles ohne mich. Immer! Jetzt rennen wir wieder hier hoch? Ja, keine Ahnung, warum, wo der Typ ist. Mir, warum war denn der überhaupt unten? Das war anders. Vielleicht ist er ja runtergefallen. Kann ja auch sein. Bonus. Naja, irgendwo muss der hier sein. Hier scheint das aber richtig zu sein eigentlich, ne? Oh, 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 oh. Oder ist er noch weiter unten? Na, man kann es ja nicht so wirklich sehen, ne? Na, da ist er. Ihr seid wieder da. Dann wollen wir euch mal belohnen. Was? Zu dumm, diese Sache mit meinen Ex-Gefährten. Wenn keiner von denen die Beute der Gruppe gestohlen hat, wer war es dann? Ihr dürft euch ein Teil aus dieser Truhe aussuchen. Nur eins. Mann, diese Quest war finster und ironisch. Ein tiefer Einblick in die Doppelzüngigkeit zwischenmenschlicher Beziehungen. Und jetzt kommt zu mir, damit ihr mir erklären könnt, was ich da gerade für einen Scheiß verzapft habe. Jetzt. Auf die falsche Taste gedrückt. Kann ja passieren. Oh, so viele Fässer zum Looten und ich gönne dir mal was. Du. Ah, ich habe einen roten Schein. Ich verfolge dich mit meinen Scheinen. Hier, mein Schein on me. Ich glaube, da geht's noch gar nicht lang, oder? Hier, guck, ich scheine mir. Nee, jetzt ist vorbei. Oh, da gab's was zu essen. Jetzt krieg ich Hunger. Ich hab gerade gegessen. Ja, du isst ja immer. Schön wär's. Oh!
Das ist nicht gesund, immer essen. Oh. Fahrstuhlmusik. Kannst du einblenden. Ja, gibt's wieder einen Urheberrechtshinweis. Musst du halt eins finden ohne. YouTube bietet doch auch so einen Service an. Ja, aber dann ist der ganze Sound weg, glaube ich. Die mischen das nicht einfach nur so dazu, glaube ich, ne? Ich habe das noch nie ausprobiert. Ach, das ist ja gar nichts. Du doch auch nicht. Ja, warum sollte ich auch? Ja, siehst du, warum sollte ich? Ja, weil du es gerade angedeutet hast. Böser Bettesritter, stirb! Ja, du machst das schon. Ach, er rennt weg. Die Feinde um uns rum und er rennt weg. Ja, man kann sich seine Feinde nicht aussuchen und seine Freunde auch nicht immer unbedingt. Warum bist du jetzt wieder da runtergehüpft? Weil ich verzweifelt bin und nicht weiß, was weitergeht. Ja, ich merke das schon. Die Truhe ist 100 perfekt. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Sammel das Iridium ein! Das war so obvious, ne? Ja. Wo sollen dieses Scheißding? Vielleicht da, wo ich den Badass-Ritter eben besiegt habe, dass wir da rein müssen. Oder bekämpft habe. Dass ich ihn besiegt habe, ist ja selbstverständlich. Hier ist doch irgendwas. Ein Speicherpunkt. Hier waren wir noch nicht. Warum bin ich denn jetzt so gehüpft, wie ich gehüpft? Warum hüpfe ich denn jetzt einen Kilometer hoch hier? Gefühlt. Ach, deswegen. Deine Schilde? Oh. Erinnert mich alles ein bisschen an Warcraft. Den Orks und den Menschen. Ah, ich brauche nicht fragen, wo du bist. Ich muss nachladen, warte. War da was? Abgesehen von Wetterlauf. Tod und Verderben! Ist das denn ein Spruch von mir? Also von meinem Charakter? Ich tüpfe, ich bade im Blut! Ich hab das Rote um, das Rote Schein mir wieder genommen, ich weiß nicht warum. Hört auf, euch zu bewegen, dann treffe ich euch schlechter. Vielleicht die Intention hinter. Ach, da. Oh. Das war aber ein bisschen schnell. Das war ein Schnellschießer. Möge der Fahrt mich schützen. Der hat dir nicht viel gebracht, mein Freund. Was ist denn? Oh Gott. Nein, hier! Ist noch einer? Nein. Oh, ich hatte jetzt keine Lust mehr. Ich bin so slow, oder? Ja, da war so ein Magier, der hat dich mit was beschossen, eben wie verrückt. Ich hab ihn dafür getötet. Oh, Halleluja, die Tür ist unten. Was? Die Tür? Ah, die Tür. Die Tür! Oh, wenn du da in deinem Badass-Modus bist, dann machst du Angst. Ja. Ja. Uah, ich habe deine Segel verschlungen. Ach, du bist auch hier. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Münzen für Patronen, Patronen für Münzen.
Habe ich denn irgendwas Unbrauchbares? Ja, hab ich. Hütet euch vor den Orks. Was ist schon Zauberei gegen ein gut gezieltes Geschoss? Wenn ihr das Gold habt, hab ich die Schätze. Ab in die Burg! Alle Spieler erforderlich. Warte, Moment noch. Na, sieh zu. Den Drachen in einer Sekunde auf euch los. Ich muss nur noch meine Kamera klar machen. So, den Drachen? Jetzt. Ich werde die Aufnahmen, wie ihr starrt, mit Dubstep-Musik untermalen. Oh, geil. Passenweise Klicks im Echonet einfahren. Oh, das wird geil. Okay, dann na, Kamera läuft. Der Drache vom Anfang des Spiels nähert sich. Würfelt die Initiative aus. Würfelt. Oh, 20 Frames. Dich nicht. Oh, Feuer!